Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochen hier. Hier wieder ein cooles Replay mit dem Panzer II, deutsches Afrika-Korps-Version. Ist ein ziemlich cooler Panzer. Ich habe ja noch ein Video aufgenommen gehabt. Da habe ich aber nicht so viele Abschlüsse gemacht. Also mir ist das eigentlich viel besser gewesen. Ich bin gerade hier noch zurechtsuchen. Jetzt überlege ich gerade, welche Karte das war. Muss eine von den neuen sein. Gefrorener Pass oder sowas. Weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall war es recht unterhaltsam. Und ich mag den Panzer. Der kostet ungefähr, ich habe das jetzt leider nicht nachgeschaut, ich glaube 750 Golden Eagles oder so. Also umgerechnet, ja, weniger als 6 Euro. Also 1000 Golden Eagles kosten ja 6 Euro. Und ja, wie sagen wir, 4,50 Euro sozusagen würde der kosten. Aber welche, die oft und gerne in so einem niedrigstufigen Rangbereich spielen, so wie ich zum Beispiel, mir macht das richtig Spaß. Die sind hier eigentlich ganz gut bedient. Ah, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ich habe mich irgendwo hier verbarrikadiert und habe da echt ein paar weggeballert. Und ich habe eine ganze Weile durchgehalten. Erst so kurz gegen Ende habe ich den Panzer verloren hier. Dann gucken wir mal eben hier. Ich finde, das sieht doch ziemlich cool aus. So leicht abgewrackt irgendwie und dann mit dem Frost hier dran. Das ist auf jeden Fall cool. Da sind die ersten Visier. Zack, 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 zack. Gut, ich habe natürlich gleich einen Treffer abbekommen, aber das macht überhaupt nichts. Und das Coole ist, obwohl, was heißt cool, es ist, naja, minimal negativ. Man kann natürlich nur kurze Feuerstöße abgeben. Ungefähr 3 Sekunden lang, wie man es mitbekommen hat. Das sind ungefähr 10 Schuss. 10, 12 Schuss. Und dann ladet er nach. Und der nächste. Guck mal, der wollte richtig clever sein. Ich dachte, drehe ich mich mal rum hier. Allerdings hat es überhaupt nicht gebracht. Wollte so ein bisschen aggressiver sein hier, aber ich habe ihn vollkommen zerlegt. Zacker! Der ist weg. Und ich meine, ich habe zwar schon einen kritischen Treffer erhalten hier, wie man sieht. Alles ein bisschen dementsprechend eingefärbt. Aber alles okay soweit gewesen hier. Ich mag die neuen Grafikeffekte. Also das hier mit dem Leuchten der Flammen und sowas alles. Gab es ja vorher nicht. Jetzt habe ich gar nicht mehr im Kopf, ob wir gewonnen haben oder nicht. Wenn ich jetzt sehen können, als ich hier. Oh. Ich meine, wenn man bedenkt, wer bei mir alles verwundet wurde, dann ist das schon ziemlich heftig. Da kommt jetzt der nächste hoch. Müsste gleich, glaube ich, noch einer hochkommen, über die Düne da fahren. T26. Ja, und ich krieg schon wieder was ab. Aber der hält doch einiges aus, wenn man sich das mal so anschaut. A13 auch noch da. Erstmal ein bisschen verstecken hier. Man sieht doch, die sind alle ziemlich nah. Aber ich bin mutig und habe mich nicht versteckt. Also ich habe mich schon versteckt, aber ich bin jetzt nicht abgehauen. Und vor allem sonst wo. Ach ja, genau. Ich glaube, die kriegt hier noch einen Kill mit der Stuka. So einfach, weil man bedenkt, dass man hier die ganze Zeit verballert wird. Der BT-7 muss dran glauben. BT-7, so, der. Und ich stand gerade in der Luft fest, was ist das denn? Tschüss! So krass, wenn man sieht, wie. Ja. Panzer 35 habe ich weggenommen. So krass, wenn man sieht, wie aggressiv der rangegangen ist. Der wollte auf jeden Fall den Kill haben. Es gibt ja genug, die, wenn jetzt Autofeuer ist und wie die auf jeden Fall nicht so nah ranfliegen, aber der wollte mir direkt in den Hintern fliegen und mich zerschießen. Also sein gutes Recht. So, und auf jeden Fall Zeit, hier mal noch ein paar wegzuschießen. Mit dem Flakpanzer da. T26 ist auch noch da. Und Panzerjäger 1. So. Flak ausgeschaltet.
kommt der Panzerjäger. Zack, 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 zack. Das Coole ist eigentlich, braucht man ja nur warten hier. Im Prinzip braucht man ja echt nur warten, bis die hier rüberkommen. Also man kann doch noch einiges schaffen, auch wenn man schon relativ schwer beschädigtes Fahrzeug hat, beziehungsweise relativ stark verwundete Mannschaft. Wow. Und wieder in der Luft. Zackadibum. Wen nehme ich jetzt ran? Ich weiß gar nicht mehr. Erstmal nicht viel, denn ich werde ja wieder beschossen hier. Zwei Abfangjäger hier. Das ist Wahnsinn. Ich glaube den Mark IV hier. Der ist noch dran. Guck mal kurz. Yep. Oder? Oder habe ich mich jetzt verguckt? Oh, wollte der mich ran? Ist mir letztens gar nicht so aufgefallen. Aber ich schieße ja den, glaube ich, noch runter hier. Genau, ein Flugzeug war noch dabei. Also irgendein Flugzeug hat auf jeden Fall abgeschossen. Aber es kann auch sein, dass es eins war, welches abgestürzt ist. Mir geht die Puste aus hier. Ich glaube, das war der hier. Und der lebt ja noch. Panzerjäger. Also das war eigentlich ein cooles Match, weil die Feinde relativ nah waren und alle schön konzentriert hier. Panzerjäger, das ist richtig viel hier. Man sieht, dauert ein bisschen, bis das Tourette dreht. Eigentlich nicht das allercleverste, hier so hoch zu fahren. Zumal man gar nicht weiß, in welche Richtung man gucken muss. Oder soll, weil ja eben so viele Fahrzeuge hier sind. Ich habe auch eine andere Munition drin. Normalerweise nehme ich die Panzergranate hier. Oh, jetzt habe ich mein Fahrzeug verloren. Aber nicht durch einen anderen Panzer, sondern durch die I-153. So, hier ist auch nicht mehr allzu viel los. Das war es eigentlich schon gewesen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert doch einfach, tut euch ja nicht weh und hilft mir. Und ja, viel Spaß beim Zocken. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.